Hallo und herzlich willkommen zu Quiztuell Let's Play 277. Ich habe hier nur zwei Spiele offen. Eine Herausforderung von Herr Rippchen und ein reguläres Spiel von Schneefrau 1960. Ich fange an mit Herr Rippchen, der Herausforderung. Körper und Geist. Menschen mit welcher Blutgruppe werden von Mücken am häufigsten gestochen? Welche Aussage über Jod stimmt nicht? Wer gilt als Begründer der Osteopathie? So, dann kommt jetzt Schneefrau 1960 rund um die Welt. Welcher der folgenden Staaten ist kein unabhängiger Staat? Wo liegt die Touristenattraktion Sentosa? Die Ärzte sangen 1988, dass sie zurück nach Westerland wollen. Auf welcher Insel liegt dieser Ortsteil? Essen und Trinken. Mit welchem Käse ist der griechische Manouri am ehesten zu vergleichen? In welchem deutschen Bundesland befindet sich das Weinanbaugebiet Rheinhessen? Was ist keine Getränkemarke? So, damit das Video jetzt ein bisschen länger geht, werde ich mal gegen beliebige Spieler spielen. Bücher und Wörter. Welches der folgenden ist kein Werk von John Grisham? Von wem stammt die Autobiografie Herbstbund? In welchem Alphabet ist die obere Schrift geschrieben? Und noch einen beliebigen Spieler? Labor. Was misst dieses Gerät in erster Linie? Wie nennt man die Drehung der Erde um ihre eigene Achse? Welches Elementsymbol hat Mangan im Periodensystem?
Ah, da bin ich jetzt noch mal dran gegen Kymo 365. Wie heißt diese Gedenkstätte in der Nähe von Regensburg? In welcher Stadt werden seit 1952 Karl Mays Abenteuerromane als Karl-May-Spiele aufgeführt? Aus welcher Stadt kommt der weltbekannte Thomaner Chor? Wunder der Technik. Wer baute dieses Kultauto? Wie nennen sich russische Raumfahrer? Welche Fotografietechnik wurde hier angewandt? So, und das war's jetzt mal für den Moment. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Let's Play Quiz Duell. Tschüss!